Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier bei unserer süßen Moon und unserer süßen Sky und unseren Wauwaus Rusty und Mimi. Und das neue Pack kam jetzt raus, das Highschool-Jahre-Pack. Und ich bin sehr excited. Aber als ich das Spiel gestartet habe, war ich schon direkt ein bisschen enttäuscht. Denn leider haben wir Freitag. Das heißt, wir werden in diesem Part wahrscheinlich noch nicht in die Schule gehen können. Was mich sehr, sehr traurig stimmt. Aber alle anderen Neuerungen werden wir auf jeden Fall in irgendeiner Form sehen können. Deswegen bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt. Denn im letzten Part hatte Moon ja auch sehr passend den Geburtstag und wurde zur Teenagerin. So, dass es jetzt natürlich eigentlich perfekt zum Pack passen würde. Nur leider ist die Maus, an einem Freitag jetzt hier gealtert und das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wir gucken einfach mal, was hier gerade so eigentlich abgeht im Leben. Wann wird sie denn zum Erwachsenen? Das ist erst echt spät. Ist das normal? Auf kurzer Lebensdauer? Das sind immerhin 2 Wochen. Aber ich habe doch auf kurzer Lebensdauer stehen, ja. Hä? Das könnte natürlich auch so eine Sache sein, ne? Dass das durch MCC ist. Aber egal, dann spielen wir halt einfach, auch wenn es dann anscheinend vielleicht doch nicht kurze Lebensdauer ist, vielleicht doch. Ich habe keine Ahnung. Stehen jetzt hier 16 Tage. Ja, aber das müssten 16 Tage sein, ne? 14, ja. Das sind 16 Tage. Ich würde es aber halt auch gern ändern für meine anderen Spielstände. Deswegen, wir bleiben jetzt einfach dabei. Ist egal. Dann durchleben wir halt einfach die Stories von unseren Sims mehr, als ich es gedacht hätte. Ich lasse es erstmal laufen auf jeden Fall. Irgendwie hat sie anscheinend ihre Hausaufgaben hier angefangen. Kann sie auf jeden Fall weiterführen. Und was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist hier drehen. Hier steht irgendwas mit Cheerleading. Das ist auch interessant. So, wir generieren jetzt und es ist die 82. Das nächste Festival, das in Summerschulen stattfindet, wird besucht. Weiß ich gar nicht, ob da freitags jetzt irgendwas ist. Aber anscheinend kümmern wir uns dann darum. Ich meine, wir könnten ja mal schauen, ob sie... Ach, oh mein Gott. Ob sie an irgendwas teilnimmt. Ich komme mit dem neuen Menü noch nicht ganz klar, weil ich noch nicht damit gespielt habe. Aber ich finde, es sieht unfassbar hübsch aus, so, ne? Sie kann ja auch ihr Handy-Phone-Case ändern. Hier so pink oder so. Ist doch cool. Ja, wir können auf jeden Fall ein paar Leute mal hier hinzufügen. Sky kann auf jeden Fall dazu. Und Gladiola. Hier so ein paar Freunde hinzufügen. Ist doch cool. Und Carla fügen wir nicht hinzu, weil, I mean, da du nun Freunde hinzugefügt hast, kannst du deine Erlebnisse teilen und mit diesen Sozialhasen über die folgenden Features interagieren. Nimm mal die Events teil, um darüber zu posten. Okay. Wir können Sim taggen. Wir können ja Gladiola taggen und wir schreiben eine freundliche Nachricht. Gladiola hat einen krass genialen Style. Jeder Tag ist eine Offenbarung. Süß. Und dann können wir ja auch Evelyn schreiben. Eine lustige Nachricht. Ich habe ein Huhn und Ei online bestellt. Ich gebe dir Bescheid, was als erstes angekommen ist. Hahaha. Wenn ich das jetzt öffne, dann keine Ahnung. Wir schauen einfach mal, wie das hier funktioniert. Ich habe noch keine Ahnung, ja? Ich bin hier auch ganz neu dabei. Lichterfest. Aber es ging um Summerschuno, ne? Nicht um irgendwas anderes festivalmäßig. Ich habe Summerschuno geschrieben, absichtlich. Also von daher, I don't know, was das nächste Fest ist, TBH. So, und bei dir können wir uns ja auch mal kurz um Sozialhase kümmern. Guck mal, dann können wir sogar darauf reagieren und sagen, yay. So, guck mal, dann können wir ja also alle unsere Freunde hinzufügen. Ich habe schon wieder kurz vergessen, dass wir Bonehilda kennen. Die ganzen toten Leute füge ich mal nicht hinzu. Es gibt ja diesen komischen Glitch, dass die Sims dann alle irgendwie älter werden oder jünger werden oder keine Ahnung. Deswegen, ja, hoffe ich, dass das jetzt einfach nicht passiert. Ich habe aber auch gelesen, dass es oft dadurch kommt, weil man irgendwie im Creative Sim war. Das heißt, ich werde einfach nicht in den Creative Sim gehen und hoffen, dass es jetzt einfach funktioniert. Ich speichere auf jeden Fall regelmäßig die ganze Zeit, damit hier auch wirklich alles gut ist. Aber ich habe keine Lust, dass alle hier auf einmal altern. Ja, und ansonsten spiele ich das halt einfach alles nochmal so nach, etc. So, Moon hat ihre Hausaufgaben fertig, toll. So, und jetzt schauen wir mal, ob sie an irgendeiner außerschulischen Aktivität teilnehmen wird. Ich kann es mir tatsächlich schon ganz gut vorstellen. So, weil wir haben jetzt das Cheerleading-Team, Computer-Team, Football-Team und Schach-Team. Und wenn ich ehrlich bin, irgendwie alle gehen in Cheerleading und so, ne? Aber da sehe ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht. Wo ich sie jetzt tatsächlich eher sehen würde, ist tatsächlich Schach, weil ich glaube, sie ist schon sehr schlau und ja eher, also das ist jetzt sehr Klischee, aber so Sachen sind ja schon eher für, also so Schach-Team, da sind ja oft eher introvertierte Leute
Und ich denke, dass Moon eher eine introvertierte Maus ist, sagen könnte. Und ja, deswegen würde ich gerne, dass sie ins Schachteam geht, weil ich das irgendwie sehr, sehr passend finde. Tritt dem Schachteam der High School bei. Stelle deine Logikfähigkeit auf die Probe, indem du an dieser Aktivität teilnimmst. Und triff dich mit Teammitgliedern, um dein Schachspiel zu verbessern. Wenn du an dieser Aktivität teilnimmst, kannst du eine Highschool-Wissenschaftsmesse anfragen, auf der du dich mit anderen Besuchern im Blitzschach messen kannst. Arbeite dich bis zum Level Kapitän hoch, um einen besonderen Schachtisch, eine Teamflagge und eine Trophäe zu erhalten. Wir nehmen da auf jeden Fall teil. Sie muss natürlich dann wahrscheinlich dann Logikfähigkeit erreichen, genau. Und sie muss Schach spielen, logischerweise. Hatten wir einen Schachtisch? Ja. Sehr schön. Wir können ja unsere Mutter einfach fragen, ob sie mit uns spielt. Weil dann kann sie nämlich mit ihrer Mutter Zeit verbringen, kann nebenbei Logikfähigkeit lernen und sie spielt Schach. Das ist doch perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall alles mit einer Klappe hier, ne? Ich hoffe auch, dass das Spiel nicht allzu sehr glitscht, weil das soll wohl auch teilweise Probleme geben. I don't know. Wir werden einfach mal schauen. Moon ist so eine Hübsche, ne? Ich gucke sie jedes Mal an und denke mir so, wow, wie hübsch ist dieser Sim einfach. So eine Mausi. Und ihr liebt sie auch so sehr. Und also absolut verständlich, sage ich, ne? Was machen die Wawas? Mimi isst und Rusty chillt. Okay, das ist auch nur dreimal die Woche mit dem Schach-Dings. Das geht ja dann eigentlich, ne? Da sollte sie ja noch genug Zeit außerhalb von der Schule haben. Aber ja, in der Schule haben wir dann ja auch sehr viel Zeit mit ihr miteinander verbringen können, wo wir dann auch schön Storytelling betreiben können. Ich bin sehr ready dafür. Ich bin sehr excited auf dieses Pack auf jeden Fall. Natürlich auch schlau, wenn wir sie einfach mal so ein bisschen so belehren könnten. So Kräfte zeigen. Hier über Sonnenlicht belehren stand da eben. Das finde ich auch sehr passend. Weil ich meine, sie möchte natürlich auch, dass ihre Tochter dann später gut durchs Leben kommt, ne? Oh, Moon sind einige Dinge passiert, die sie auf Sozialhase teilen kann. Schauen wir mal. Oh, wie süß. Sie hat sogar voll viele Reaktionen bekommen. Neuer Post. Über Teambeitritt posten. Ja. Dann kann sie ja eine Glücksstory daraus schreiben. Achtung, hier komme ich. Ich werde das Ding rocken oder mich irgendwie durchschlagen. Ich bin froh, im Team zu sein. Yeah! Und die zwei beiden reden jetzt ein bisschen über die Sachen. Ah, jetzt hat sie das Vampirbuch freigeschaltet. Ist doch cool. Warum hat sie Grundschulhausaufgaben in ihrem Inventar? Yay! Mimi kackt. Nee. Sie pisst erstmal. Aber wenigstens schön draußen, ja? Toll. Toll, jetzt liegt hier Kacke. Wie Stan. Wie sie es direkt wegräumt. Perfekt. Oh, sie möchte mit Jericho plaudern. Na, okay, es ist vielleicht um 23 Uhr ist es vielleicht ein bisschen schlecht, jemanden anzurufen. Ach ja, sie muss ja jetzt nicht mehr schlafen. Habe ich das eventuell kurz vergessen? Ja. Lara bitten, Freundin zu werden. Irgendwie interessant, aber ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was sie will. Auf erste Pubertätsveränderungen reagieren. Oh mein Gott. Was geschieht hier? Oh, seltsamer Durst. Unkontrollierbares Wachstum. Oh, sie hat Akne. Oh, Moon ist mit noch schlimmerer Akne aufgewacht. Wenn das so weitergeht, ist ihr Gesicht bald eine Landschaft aus Pusteln und Pocken. Schade. Können wir Akne abdecken? Gesichtsreiniger. Vielleicht ist Gesichtsreiniger erstmal besser als das Abdecken. Ich weiß ja nicht. Moon hat einen ersten Vorgeschmack auf die Pubertät bekommen. Von nun an wird sich alles ändern. Sie kann versuchen, die durch die Pubertät verursachten Veränderungen in den Griff zu kriegen, indem sie die außer Kontrolle geratene Körperbehaarung rasiert und die Haut pflegt, um die unausweichliche Akne abzumildern. Guck mal, wir können ja auch jetzt zusammen ein Foto machen, oder? Ist doch auch mal cool. Oh, sie wird gerade wieder possessed. Das okay, vielleicht ist doch nicht so der perfekte Moment dafür. Bei ihr kann ich auch gerade nur Reisen drücken, wild. Was machen wir jetzt mit ihr? Also, kommen wir in irgendeiner Form an Plasmabeutel? Kann man die jetzt schon bestellen, einfach so? Guck mal, dann kann sie einfach nach Informationen mal kurz suchen. Aber ich glaube, man kann das noch nicht, oder? Dann sollten wir sie vielleicht doch die Bücher lesen lassen, I guess. Ich meine, sie hat ja auf jeden Fall auch genug Zeit dafür. Weil wenn wir die wenigstens bestellen können, wäre das ja cool. Weil ich habe keinen Bock, dass ich mit ihr irgendwelche Leute auslutschen muss. Plasmabeutel entdeckt. Sie kann jetzt Plasmabeutel am Computer bestellen. Yay! So, wir kaufen mal ein paar. Und dann kann sie auf jeden Fall einmal schlürfen. Das ist dann ihr erstes Mal. Hehe. Das füllt nur so wenig. Abschlussball? Oh, Einladung zum Abschlussballschild kreieren. Oh Gott, dafür bin ich noch gar nicht bereit. Abschlussball dauert aber auch zum Glück noch. Wie sieht denn der Unterrichtsplan so aus? Montags ist Mathe und Wissenschaft. Dienstags Gesellschaftslehre und Deutsch. Mittwoch ist Kunst und Computerwissenschaft. Donnerstag ist Wirtschaft und Fremdsprachen. Freitag ist Prüfung. Oh je. Guck mal, da ist sogar Karrieretag an dem einen Dienstag. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber ist doch cool. We love some changes.
Das Mittagessen ist ideal, um Freundschaften zu schließen. Wer möchte sich mit mir anfreunden? Oh, wir. Dann können wir ja, wenn ja, schreiben. Irgendwas. Wenn ja, was geht. Das finde ich, ist eine gute Nachricht. Moon hat soeben mit Rusty Freundschaft geschlossen. Süß. So, wir drehen jetzt aber nochmal. Nämlich die 13. Schmeiß eine Party. Naja, es ist Samstag. Finde ich jetzt nicht so abwegig. Es ist immer schön, dich zu sehen, Moon. Es gelingt dir immer, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Oh. Hier, so ein Kuss-Emoji. Süß. Sul Sul Sky. Gaba Niba Ya Nabis Der Lay. Ich weiß leider nicht, was es heißt. Ist es was Gutes oder was Schlechtes? Man weiß es nicht. Ein Skelett geht in den Teetreff und bestellt einen Boba-Tee und einen Mob. Warum baut sie hier eine Sandburg? Hallo? Geh lieber nach Hause, bevor du verbrennst, Girl. Mit Mimi wurde auch Freundschaft geschlossen. We love it. Romantik-Festival ist heute. Und da müssen wir dann hin. Also, weil wir müssen ja immer noch zu einem Festival. Und eine Party müssen wir schmeißen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erst halt dann dahin. Ich glaube, Leslie Holland geht's auch nicht so gut. Oh, sie läuft mit ihrem Handy rum. Cool. Warum kriegt sie... Sie verliert die ganze Zeit keinen Dings. Das ist komisch. Sind ihre Bedürfnisse stuck oder so? Also, ich beschwere mich nicht. Ach, süß. Moon schreibt, Hallöchen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Oh, von automatisch einfach. Mega. Sie ist sehr stressed. Meine Followerzahl hat sich um 35 verändert. Hör mal. Wir sind schon fast fame. Na, sie hat so gar keinen Bock, ne? Irgendwie. Vielleicht wollen wir sie ja auch einfach mal irgendwie was machen. Ich würde gerne nach Copperdale. Und zumindest sie einen Boba trinken lassen. Hier, Teetreff. Yay. Vielleicht lernen wir da ja auch irgendwen kennen. Wir können ja... Hier, guck mal, sie wollte mit Jericho sich sowieso treffen. Dann können wir ja Jericho einladen. Um 7 Uhr nachts, by the way. Man kennt. Guck mal, hier ist Kevin. Der ist auch Schnieke. Wir zusammen uns erstmal hier reinsetzen. Damit sie mir hier auch nicht wegstirbt an der Sonne. Auch wenn es gerade regnet. Aber Jericho sieht auch nice aus, ne? Guck mal, wir können ja tratschen. Jericho ist eine ganz wilde Hilde. Ja, sie wünscht sich ja mit ihm zu plaudern. Also können wir das ja gerne tun. Er ist Recycling-Fan. Cool. Warum ist er so angespannt? Ach, wahrscheinlich, weil er auch in der Pubertät ist. Wo muss ich denn hinklicken zum Bestellen? Das passiert nichts. Hilfe. Ich möchte auf jeden Fall Mode durchsuchen. Das ist schön, aber ich möchte auch gerne hier Boba kaufen. Hallo? Also ich meine, hier steht noch sehr viel Boba. Also ich kann mir auch einfach was klauen. Ich kann es irgendwie nicht anklicken. Das ist sehr schade. Egal, dann nehme ich mir einfach irgendeinen, der hier so steht. Ich liebe diese Stühle, die haben so schöne Farben. Na, sie gönnt sich jetzt erstmal Boba und ist sehr glücklich darüber. Irgendwie taucht bei mir die Interaktion Plaudern nicht mehr auf. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich habe keinen Job. Oh, wow, dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Moon ist total verknallt in Jericho. Das sind natürlich Dinge, die sehr spannend hier sind, ne, für unsere Storyline. Oh, sie hat einen Bubble Tea getrunken und ist deswegen glücklich. Süß. Schwärmerei. Moon ist total verschossen in Jericho. Süß. Dann braucht er auf jeden Fall noch ein bisschen Umstyling, weil er hat ein paar viele Accessoires. Aber ansonsten ist es ja ein süßer Boy. Guck mal, wir können ja auch mit ihm kämpfen, damit wir hier wegen Rauferei in der Nachbarschaft und so. Ich random, ich hasse Rauferei in der Nachbarschaft, TBH. Aber da ist es wenigstens mal nicht schlecht. Sie mag S-Pop, gerne. Immerhin ist es hier dann nicht schlimm, wenn man kämpft. Oh yeah, das ist ja sowas von glatt gelaufen. Moon war cool wie ein Eisklotz in der Gegenwart ihres Schwarms. Süß. Als ob die jetzt eine schlechte Dings haben. Ganz ehrlich? Nö, remove it. Sehe ich ja mal gar nicht ein, weil warum sollte das jetzt irgendwas Schlechtes sein? Die haben das ja nicht gemacht, weil die sich so sehr hassen. Toll, jetzt hat sie eine richtig schlechte Stimmung. Wie sauer kann man sein? Moon, ja. Neigung spüren lassen. Nee, nee, nee. Sie hat hier einen Crush auf ihn. Was für Abneigung. Können die ja noch ein bisschen tratschen. Sollen sich ja erstmal ein bisschen anfreunden hier, ne? Tagtraum von Schwarm gestehen. I don't think so. Wir können ihn umarmen. Mayday. Jericho Ernest möchte mit Moon zum Abschlussball gehen. Oh, süß. Of course. Es ist zwar noch ein bisschen früh, um über Abschlussball zu reden. Wir waren noch nicht einen Tag in der Highschool. Aber ja, of course. Ich gehe natürlich mit ihm. Einladung zum Abschlussball zurückziehen. What the fuck? Mit Jericho flirten. Am Anfang kommt man sich ein wenig albern vor, aber Übung macht den Meister. Es wird Zeit, auf Angriff zu gehen. Klicke auf Jericho und wähle eine Sozialinteraktion aus der Kategorie romantisch. Und sie möchte Pizza bestellen. Geil. Also, wir können es ja mal versuchen. Nach rumschmusenden Interessen fragen. Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen. Süß. Nach romantischen Interesse fragen. Ach, wegen den neuen Dings. Wir können ja jetzt sexuelle Neigungen einstellen. Können ja einfach mal
flirten. Und ich hoffe, dass das klappt hier mit uns. Hier stehen einfach 5 Millionen Boba. Er findet's nice. I love it so much. Ja, aber ich denke, jetzt wird erstmal Zeit, nach Hause zu gehen. Dann gehen wir später auf das Festival. Da können wir dann ja auch den Romantikguru fragen, ob das mit uns vielleicht was wird. Aber ich denke, wir werden da irgendwie mit Gladiola oder so hingehen. Sky ruft mich an. Bro, ich wohne bei dir. Nein. Wir gehen die ganze Love Story natürlich trotzdem mehr oder weniger langsam an. Ne? Ich denke nicht, dass Moon da jetzt sofort volle Karacho reingeht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. So, wir können auf jeden Fall noch mal ein bisschen schlafen, damit sie ein bisschen mehr Vampirenergie hat. Ich habe ein bisschen Angst. Süß, Rusty geht einfach auf das Kissen hier wahrscheinlich. Oh, oh süß. Ihr seid so süß. I love it. Hallöchen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Oh, mega süß. Wir können ja auch mal jemandem schreiben. Wir können ja Marvin schreiben. Schreiben wir eine freundliche Nachricht. Marvin, du hast mal darüber nachgedacht, Gitarre zu lernen. Ich glaube, du rockst. Süß. Hey Moon, wir haben ein kleines Treffen vor dem Abschlussball. Kommst du auch? Kann ja mal kurz mitkommen, aber... I don't know, was das jetzt hier wird. Oder findet morgen der Abschlussball schon statt? Oder heute? Oder keine Ahnung, weil es ist Samstag und... Ich habe keine Ahnung, aber es stand im Kalender nichts. Generell Abschlussball, ist das was anderes oder? Ich bin noch ein bisschen überfordert hier. Aber natürlich treffe ich mich hier mit den Leuten. Hier sind auf jeden Fall ein paar Teenager. Alessio Holland, Alter. Das ist mal ein Newcomer. Wie wär's, wenn wir alle erstmal reingehen? OMG Throwback, als wir dieses Haus umgestaltet haben. Davon gibt's ein Speedbed, Leute. Jacob Falkhoff ist ein Dings hier, Werwolf, weil ich kann Wuteffekte aktivieren. Oje, oje. Ich will mich auf jeden Fall bei jedem hier vorstellen, das ist wichtig. Der findet uns ganz scheiße. Venya sagt, Moon, wir sollten uns mal wieder treffen und Zeit miteinander verbringen. Süß. Machen wir. Grober hat uns verlassen, Erfinder der beliebten Autokorrektur gestohlen. War. Also Jacob findet uns ganz scheiße. Oh, die anderen gehen alle, schade. Monika Sigworth ist auf jeden Fall auch ein Newcomer, wild. Sie nebenbei so, ja, ich trinke hier mal mein Getränk, ne? Also, da ist eine Sky Drew-Fakerin, die Verschwörungstheoretikerin ist. That's kinda scary, not gonna lie. So, Romantik-Festival, auf geht's, ab geht's. Warum kann ich die Leute nicht auswählen? Dann gehe ich halt alleine. Und dann schauen wir mal, ob ich irgendwie Gladiola oder so einlade. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Weil ich glaube nicht, dass sie da alleine hingehen würde. Möchte Gladiola vorbeikommen. Oh, wir müssen auf jeden Fall auch rein. Erstmal. Okay, die hat erstmal so ein mega krasses Dress an. Was bei ihr los? Gladiola kommt auf jeden Fall vorbei. Cool. Sie ist noch ein bisschen lost, glaube ich. Essen an einem Marktstand bestellen, weil auf einem Festival ist. Das ist natürlich klug. Aber ich würde halt noch nicht rausgehen, so. Ja, Gladiola hat auch gar keinen Bock zu kommen. Schade. Guck mal, sie kann sich doch hier Edamame bestellen. Ja, ich habe mich mit Jericho angefreundet. Danke. Ich weiß, dass er cool ist. Danach muss sie aber ganz schnell wieder reinrennen. Nicht in meiner Haut. Ich muss einfach mein Unwohlsein zum Ausdruck bringen. Jemand hat irgendwas Böses gepostet anscheinend. Das Etikett kratzt, die Musik ist laut, die Schuhe sind eng. Ich bereue es, beim Abschlussball zu sein. Ist das schlimm? Bro, Moon, du bist nicht noch nicht auf dem Abschlussball. Aber sie kann über Reise posten. Guck mal, Energie geladen. Hallo, wunderschönes Zuhause, ich bin wieder da. Sie ist einfach eingeschlafen. Läuft bei ihr. Aber jetzt sollte es langsam dunkel genug sein. Nach romantischen Aussichten fragen. Deine Aussichten in Sachen Liebe sind trostlos. Schade. Das klingt nicht so gut. Wir gehen lieber. Schmeißen wir jetzt noch eine Party. Man kann jetzt Videoanrufe machen. Süß. Guck mal, eine Saftparty. Das klingt doch toll. Dann laden wir ganz viele Teenager ein. So, dann muss ich nur schnell noch so ein Saftfass kaufen. Guck mal, hier haben wir eins. So, und dann Saftfass anstechen. Guck mal, da ist Molly. Toll. Becher voll Saft nehmen. Cool, es scheinen ja alle gut drauf zu sein. Warum ruft mich Bowie an, obwohl sie hier ist? Wer hätte gedacht, dass ein Kissen im Gesicht so aufregend sein kann? War. Kann sich ja hier auf jeden Fall ein bisschen umhören und so. Den Leuten hier quatschen. Bowie ist einfach schwanger. Wie voll es hier auf einmal einfach ist. Mutti hat sogar Essen gemacht. Wie geil. Deswegen sind die gerade alle ausgerastet, weil er gerade zum Werwolf wurde. Huch. Oh, es ist auch Vollmond. Huch. So, dann möchte ich jetzt mal mit irgendwem einen Fassstand machen, weil das ist hier ein Ziel von uns. Das möchte ich natürlich nachgehen. Moon, wir haben versucht, dich wegen der Garantieverlängerung für deinen Kühlschrank zu erreichen. War Gladiola hat auf jeden Fall Bock auf den Fassstand. We stand. Oh, sie macht den Fassstand. Naja, aber das ist anscheinend leer. Cool, dann haben wir das auf jeden Fall irgendwie geschafft. Dieser Werwolf, der hier regelmäßig durchläuft, ey. Geil. Er sieht aber auch ein bisschen gay aus mit seinem Make-up und so, ne? Also jetzt nicht, dass hetero-Männer das nicht könnten, aber halt ein bisschen classic gay. Not gonna lie. Auch meine Mutter wird auch noch wieder hier zur Besessenen. Toll. Sie ist besessen und hat trotzdem ihren Drink in der Hand.
We stand a good mom. Oh mein Gott, Rusty ist älter geworden. Oh mein Gott, ist Rusty süß. Das ist ein bisschen creepy, dass du dich bewegst, obwohl ich auf Pause bin. Aber du bist trotzdem süß. Auch und Mimi auch gerade. Oh, show me. Mimi. Oh, Mimi, du Süßi. Sie ist glücklich, weil der Fassstand gelungen ist. We stand. Yay, wir haben Gold erreicht. Aber es scheinen alle auf jeden Fall Fun zu haben. Ist doch cool. Ich sollte nur trotzdem meinen Hund hier mal baden. Hier ist so viel Müll und so, ne? Aber das ist so realistisch einfach auf so einer Party. Also wenn ihre Mitschüler sie jetzt aber nicht mögen, auf so einer coolen Party, ja? Dann weiß ich auch nicht. So, Mimi wird gebadet. What the fuck is happening right here? Ohnmächtig. War. Sämtliche Chats und Karls dieser Welt haben geweint, denn das war wirklich eine legendäre Saftparty. Dir wurde ein herausragendes, güldenes Fass verliehen. Toll. Warum ist sie ohnmächtig? Lauf weg. Ach, wegen dem Werwolf bestimmt? Alle sind ohnmächtig. Hilfe. Mama. That shit is scary as fuck. Rusty hat gelernt, kein Müll zu essen. Toll. Sie kann nicht über die Party posten. Ich habe jemanden mit Speiseresten zwischen den Zähnen gesehen. Wie peinlich. Moon, wir haben Achso, das habe ich schon gelesen, ne? Aha, lol. Jetzt liegen hier alle ohnmächtig rum, ey. Alter, was ist denn hier passiert? Mir hat keiner erzählt. Seit wann haben wir Churros im Spiel? Also, I love it, aber seit wann? Also, die Leute wachen jetzt langsam wieder auf und gehen wahrscheinlich nach Hause. Hey, du hast uns tatsächlich wie versprochen besucht. Du bist ein braves Kind. Wir lieben dich. Bro, wir wohnen zusammen. Sky, hast du mal drüber nachgedacht, Gitarre zu lernen? Ich glaube, du rockst. Sky, ich bin froh, mit dir befreundet zu sein. Oh. Kann ja auch mal hier so schreiben irgendwie. Jess ist ja ihre Freundin so. Jess, hör nicht hin, wenn sie sagen, dass man ohne eine Leiter nicht aus dem Pool kommt. Ab ins Fitnessstudio. Genau. Es ist Sommer. Woo! Mimi, du bist so eine Süße. Und Rusty aber auch. Und Molly chillt hier einfach immer noch. Sie so, ja, ich weiß gar nicht, was sie hier eigentlich will, aber ich bin halt hier so, ne? Das mit dem Moppen funktioniert so nicht. Vielleicht sollte sie ihren Becher mal wegräumen. Und sämtliches Geschirr auch. Oh, macht sie sogar. Wow, I love it. Hey Sky, Erwin Pries hat mich zu einem Date eingeladen. Sag zu. Während sie jetzt hier noch die restlichen Teller aufräumt, würde ich aber sagen, könnte der Part jetzt auch mal enden, weil ich nehme fast anderthalb Stunden auf. Es sind sehr viele ganz wilde Dinge passiert, aber ich finde es cool. Also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese Folge. Bin schon sehr gespannt dann auf unser Schulleben mit Moon zusammen. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann rund, ne? Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss!